Scheiße, bisschen zu spät gemacht. So, das war der letzte Priester. Ein paar Punkte kriegen wir noch. Your soul is mine. Ja. Der hat gerade schon wieder was anderes gesagt. Der hat gesagt, wir müssen es wieder versiegeln und nicht, wenn die Katastrophe beginnt. Also hör auf zu labern. So, hier speichern wir, denn jetzt kommt der letzte schwere Kampf gleich. Wir sind doch ganz gut in der Zeit eigentlich und auch mit den Items sieht es sehr gut aus. So, wie gehen wir jetzt am besten? Ne, warte mal. Sind wir nicht schneller, wenn wir... Ach Quatsch, dann müssen wir ja mit den ganzen Masken wieder, das ist ja... Ne. Apropos Maske. So wie dazu. Ich bin übrigens am überlegen, ob wir das Lager jetzt nicht mehr aufsuchen, weil da liegt ein, ich glaube, ein heiliges Wasser. Aber ich denke, wir würden doch ohne ganz gut hier durchkommen. Deswegen werden wir jetzt den, und auch zeitlich, würde es ganz gut sein. Und deswegen werden wir jetzt den, Ah, hier sind wir. Geht der Schrank jetzt auf? Nein. Warte mal, war das Lager nicht hier in der Nähe? Nee, Quatsch. Wir müssen in den Garten. Gucken, wie schnell ich da jetzt hinkomme. Dauert noch ein bisschen. Unsichtbare Wand. Hier kommt wieder ein Zufallsgeist. Bin mir hundertprozentig sicher. So, ich weiß schon, wie ich gehe. Wie geisterhafte Stimmen. Oh shit, das ist ein Priester. Bin ich mir fast sicher. Aber ich will jetzt nicht gegen den kämpfen. Aber ich muss wohl. Ja, ich muss. Scheiße. Wo ist er? Da. Nee, es ist ein Nebelgeist. Nebelgeister sind gut. Die sind nicht so schwer. Das war's. Zwei Schüsse. Weg ist er. Ein paar Punkte gibt's auch noch. Wenn wir so weitermachen, dann können wir unsere Kamera gleich doch noch auf die stärkste Stufe bringen, wie es aussieht. So, gehen wir mal hier durch. Im Prinzip war ich gerade in Umweg. Ist euch das eigentlich klar? Ich renne eigentlich sogar den übelsten Umweg. Warte mal. Wo wollte ich denn jetzt lang? Ah, ich habe gerade überhaupt keine Orientierung. Ich renne einen Umweg, der sich gewaschen hat. Was soll's? Vielleicht sehen wir noch ein paar Zufallsgeister. Hier sind wir nämlich jetzt wieder. Ah! Okay, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Und jetzt können wir nämlich auch ins Lager rein, wenn wir schon mal da sind. Ja, klar. Aber warum habe ich... Warum habe ich das auf der Karte nicht gesehen? Und hier ist gleich der Final Battle. Also fast. Lager, genau. Da müssen wir rein. Auf jeden Fall. Das heilige Wasser nehme ich gerne mit. Hier ist wieder mit Zahlenkombination versperrt. Da wir die unterste schon genommen haben, ist es wahrscheinlich 1, 3, 1, 2. Seht ihr? Ist alles gut. So, dann mal schnell rein. Die Zeit tickt gegen mich. Eine Stunde habe ich noch. Ich habe noch eine Stunde. So. Und hier liegt nämlich auch zwei Geistersteine, glaube ich sogar. Hallo, da lag doch was. Ja, Geisterstein 1. Die Schubladen sind leer, wie? Hä? Aber in dem Box, den ich gesehen habe? So. So, ich meine, hier liegt jetzt nämlich noch was. Was ich auf jeden Fall mitnehmen soll. Heiliges Wasser und es ist ein Geist hier. Wer ist das denn? Nein, ein Priester! Nicht hier! Scheiße! In diesem Raum Priester ist die Hölle! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Fuck! In diesem Raum der Priester ist der Tod!
hasse euch! Na gut, der geht ja noch, aber durch den verbrauche ich meine wertvollen Geistersteine. Wo bist du? Da, schnell killen das Ding. Der kann ganz schön wehtun. Schnell, 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 schnell. Hallo? Wo bist du denn? Mann! Dein Irrlicht kann sich gleich wieder verpissen. Oh, ich hasse es. Oh, Mist, Mann. Dadurch habe ich jetzt übelst viel Munition wieder verschwendet. Ist hier was drin? Nein. Aber da hinten lag noch was. Hat was geglitzert, habe ich gesehen. So, das... hier. Geisterstein. Ja, wenigstens einen kriegen wir wieder. Das heilige Wasser hatte ich jetzt... hatte ich das jetzt aufgenommen? Ja, klar. Drei heilige Wasser. Jawohl. Und 30.000 Punkte. Respekt, Alter. Also, wenn das mal nicht reicht für die letzten Kämpfe, dann weiß ich es auch nicht. Ich hoffe, hier liegt noch was. Okay. Ich guck mal gerade hier. Ja, bloß nicht die Leiter runtergehen. Hier. Von hier kam übrigens auch das Geräusch. Kräutermedizin, yay! Wenigstens etwas. Eine Kräutermedizin und ein heiliges Wasser. Ich finde schon, dass es das wert war. Auch wenn wir ein bisschen Munition verbraucht haben. Wir haben ja noch übelst viel Munition. Und gleich werde ich erstmal die Typ 90 Munition bei dem letzten Bossbar benutzen. Also, was heißt der letzte? Ey, wollt ihr mich verarschen? Nicht wieder hochgehen! Oh, ich hasse es! Jetzt latscht sie wieder hoch! Und das dauert so lange! Super! Reicht nicht ein Geist pro Raum? Meine Kamera macht keine Geräusche mehr, das macht mir irgendwie Sorgen. Das ist wenigstens nur so ein schwacher Geist. Du siehst scheiße aus. Kämm dich. Ah, das kostet mich alles Zeit. Und ich habe keine Zeit mehr, Mann. Ich muss gleich arbeiten. So eine Scheiße. Normalerweise müsste ich heute gar nicht arbeiten. Ich muss für einen einspringen, der krank geworden ist. Ja. So eine Kacke. Darf ich da gleich 7 Stunden rumgammeln? So, und jetzt mache ich den Analogstick aus und drehe mich so um. Weil ich habe das voll oft, dass ich mit dem Analogstick in die richtige Richtung drücke, sie sich aber in die falsche bewegt. So, und jetzt müssen wir schnell gucken, dass wir zu dem Schrein wieder kommen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie wir von hier da hinkommen. Kirschbaumatrium. Ah, ist ja gar nicht so weit. Umdrehen. Warte mal, ne Quatsch, das war doch schon die richtige Tür. Bin mir sehr sicher. Ne, das war die falsche Tür. So eine Scheiße. Hier tauchen übrigens, in dem Beerdigungsraum, wo wir gleich drin sind, da tauchen übrigens auch oft Geister auf. Hier liegt was. Was liegt denn da? Steinspiegel, ah, scheiße. Ich hab bereits einen. Gut, wissen wir schon mal Bescheid für die vierte Nacht. Wo war denn jetzt die verkackte Tür? Ist die das? Nein, wo ist denn die? Wie blöd! Hier ist wieder das Lager. Jetzt bin ich einmal im Kreis gerannt, oder was? Beerdigungsraum. Das gibt's doch gar nicht.